Ja, herzlich willkommen zurück hier zu Borderlands The Pre-Sequel. Wir spielen hier zusammen im Koop. Ich spiele hier mit dem Dominik. Wir Hi. haben noch nicht viel gemacht hier. Wir sind gerade auf dem Mond gelandet. So, jetzt werden wir rausgesaugt hier, weil keine Luft ist. So, Schwarzmarkthändler ein Herz aus Gold. So, wir würden jetzt hier wohl ersticken. Müssen wir uns ein bisschen beeilen, wa? Folge, Ding. Blub, blub. Wow, spring mal. Ja. Ich hab sie gerade überholt. Nicht an das mit den Weintrauben denken. Wo ist denn hier meine Luftanzeige hier? Sollen wir auch hier runterspringen? Oh. Boah. Na gut. Hier, ich dreh diesen Luftkuppelgenerator an, dann kannst du atmen. Luftkuppelgenerator, Das heißt ja eh erschalten. Oh, ist er hier wieder ausgemacht? Nein. Scheiße. Ja, wir müssen eh nach da oben wieder. Weiter, denke ich. Jetzt nur noch einmal zum Aufladen. Gehe ich von aus. Wo ist denn überhaupt die Luftanzeige da? Geschafft. Wäre peinlich, jetzt noch zu sterben. Ah, okay, jetzt sind wir aus dieser Ding da raus. Okay, die ist da oben. Da. Ich möchte auch so einen Helm wie die haben. Ja, kriegen wir auch schon den noch. Komm mal auf da! Ich glaube, wir haben noch gar keine Luftanzeige, oder sehe ich das hier falsch? Ja. Da sind wir ja drin. Da gibt es noch. Oh, ich hatte wieder eine Waffenkiste. Die Waffenkiste, die war noch etwas größer, okay. Glaube ich, ne? Da draußen? Ich bin Janie's. Nee, das da. Und du? Nische. Die gesetzlose Banditenkillerin? Hab von dir gehört! Ey, wir haben einen Ruf. Und was machst du hier? Wir müssen wieder zu dem großen Haar am Himmel. Aber auf diesem Mond gibt es irgendwo ein Störsignal. Das müssen wir erst ausknipsen, sonst fliegen wir gleich wieder raus. Ein Störsignal? Davon habe ich hier noch nichts bemerkt. Versuch's doch mal in Concordia. Ist eine kleine Stadt, die von so einem Typen namens Byriff beherrscht wird. Da kann dir sicher jemand helfen. Um die Reise zu überleben, brauchst du ein O2-Kit. Wir nennen sie Oz-Kits. Ich habe in der Nähe ein paar kaputte eingelagert. Ich kann sie für dich reparieren. Selbst wenn du nicht so der atmende Typ bist, wirst du froh sein um ein Oz-Kit. Geh zu diesen Koordinaten. Räum dort auf. Ja, aber ich spiel ja leider klappt halt nicht. Schnappt ja so ein Ding. Okay, wo ist das? Da hinten wieder? Weiß nicht. Hier rechts da, okay. Kommst du mit? Ich bin hier schon hier unterwegs, hier. Wo hat die das Ding denn? Also laut der Karte ist das noch ziemlich weit entfernt. Dieses Kit? Ja, Krieg ich hier Luft? Weiß nicht. Oh, das sah so aus wie so ein Luftding hier. Das muss ich erstmal checken hier mit der ganzen Luft da. Wäre blöd, wenn wir hier schon jetzt abkacken. Ich glaube hier diese leuchtenden Dinger, das ist so etwas wie Luft. Da ist wieder so ein Kuppelding, wenn ich das hier richtig sehe. Das Gebäude war mal heil und lag nicht direkt in der Lava. Jedenfalls bis zum großen Bersten. Okay, ich habe diese Luftkuppel hier aufgemacht. Ja, ich komme. Da sind diese Viecher hier da. Meine Waffe ist irgendwie ziemlich scheiße dagegen. Wow, was hat er für einen Move drauf? Hast du gesehen? Der hat sich so gerollt. Ja, ja. Da, okay. Okay, wir machen hier den. Richtig. Ich habe das Ding gesperrt. Ups, schlag die Schlösser einfach mit deinen Fleischklöpsen weg. Das ist mondisch. Fleischklöpsen? Ach, hier so, da mit Nahkampfattacke. Ah, okay. Wieder am Fackeln hier. Oh, super, da werde ich mitgekriegt. Oh, ich auch. Oh, komm, wir müssen den killen. Der Kleine ist fast tot. Neue Stärke? Ja. Was ist das für ein Riesenviech da hier? Oh, ich brenne nicht wieder. Normalerweise müsste ich hier ausgehen, wenn ich rausgehe. Tatsache, geht auch aus. Weil, ne, oder was? Ohne Luft geht das, brennt es nicht. Stimmt. Stimmt, das macht Sinn. Ja, richtig realistisch, das Spiel. Ja, sicher. Ist alles, aber nicht realistisch. Ja, gerade die 1000 Meter Klippe da runtergesprungen, aber ja. Ja, jetzt können wir jetzt hier den Schalter drücken. Aber wir haben doch hier die Dinger schon kaputt gehauen, oder nicht? Der ist kaputt. Hier kommt der. Oh. Ist kaputt, oder? Aber geht nicht auf, Ich habe hier schon. Ach, wir haben erst 2 von 4 Schlössern kaputt gemacht. Da oben sind auch noch welche. Guck mal, da müssen wir so hochspringen.
Ah, okay. Die habe ich gar nicht gesehen. Ja, durch die Schwerkraft. Ah. Ich kann mal lesen, was da an der Seite steht. Kannst du auch diese Schurken für mich killen? Hab keine Lust, wieder zerfetzt zu werden. Wieder? Zack, zack, zack. Oh, die waren ja billig hier. Hm? Was gibt's hier denn? Oh, hier war ein neues Schild. Ich habe ein neues Schild eingesammelt. Und gleich mal gucken, wie gut das war. Das ist ja besser als meins. So, ich guck mal hier. Was ist jetzt, oh, das gleiche Springen Schild. Ist echt übel. Bitte? Springen ist echt übel. Ja, man hebt das ziemlich ab. Mein jetziges Schild hat 80 und das hier hat. Ach, der hat automatisch das bessere Schild ausgerüstet, okay? Wuhu, springen wir hier rüber, da ist bestimmt was Gutes drin. Waffen! Oh, ich möchte auch Waffen. Ich habe gerade hier das neue Schild ausgerüstet. Aber nicht gut. Nicht gut. Hat die wenigstens mehr als 9? 23 und 11. Ist ja ein tiefer Abgrund. Habe ja auch beide jetzt genommen. Ich musste erstmal überlegen, ob ich hier tatsächlich runterspringen soll. Ja, ja. Weil das sah doch schon weit aus. 23, 16, 11, 29. Also, nichts Gutes. Hast du irgendein MG, was mehr als 9 hat? Ein MG? Ja, so eine Maschine. 23. Ja, das nehme ich. Mal sehen. Wie war das denn? Ich glaube, du kannst sie irgendwie fallen lassen oder so. Ich meine, du kannst mir die auch irgendwie geben, aber ich weiß nicht mehr genau, wie das ging, aber irgendwie kommt man nicht. Warte mal, prüfen, tauschen? Ja, was soll ich dir dafür geben? Wir haben auch nur Rotz. Achso, warte mal. Nee, wollte ich gar nicht hier. Kann ich das auch rückwärts? So, warte mal. Prüfen, schließen, ordnen. Wegwerfen, ich versuch mal, ne? Aber ja, wegwerfen, genau. Hm? Hoffentlich landet die jetzt nicht in der Lava. Ja, perfekt. Hm? Sehr gut. Ja, die ist nämlich viel besser als meins. Hm? Ist jetzt auch ausgerüstet. Okay, die 9. Und die hier hat. Oh, jetzt habe ich, glaube ich. Habe ich eigentlich das ausgerüstet? Okay, die mit 23 habe ich das ausgerüstet und das Schild mit 80. Perfekt. Zurückgeprallt, fast runtergefallen dadurch. Hat er den Sprung jetzt geschafft? Ah, jetzt steht sie hier oben und vor. Oh. Ah. Okay. Was gibt der Abschluss? Hm? Belohnung. Hey, Eindringlinge, wir müssen sterben. Hm? Die immer die alte Dahlmine geplündert haben. Colonel Sarpedin hat sie eingesperrt, aber sie sind entwischt, als Dahls Grabungen den Mond aufgeknackt haben. Sarpedin? So, wir haben zwei Missionsauszahl hier. Er hat den Digistruct-Schlüssel für meine Sumi-Stationen. Wenn du ihn killst, ist der Weg nach Concordia frei. Und ich freue mich. Klare Win-Win-Situation. So, wir können spielen hier. Was haben wir da? Geschichten von Eplis. Springs könnte ein verborgenes Talent besitzen, kleine Kinder zu unterhalten, Betonung auf könnte. Oder wir können spielen, schieß dich doch auf dem Mond oder irgendwas in der Art. Komm, wir nehmen das mit den Kindern. Das gibt. Ja, das gibt optimale Missionen. Wie kann man denn schmettern? Maximaler Schmetterschaden? Weiß ich nicht. Ach, wir können beide Missionen annehmen. Also. Okay, wir haben hier eine Hauptmission. Ne? Optimal. Wo ist denn das mit den Kindern? Da. Geschichte von Elfe, der Springer, blablabla, Geschichte Kinder. Ah, wenn du springst, ne, kannst du, wenn C drückst, dann knallst du auch nach unten, ne? Ah, okay, das ist jetzt bei mir dann eine Steuerung, ich habe das ja gerade geändert. Ah, wie so eine Stampfattacke hier, okay. Haben wir jetzt hier diesen Helm da auf? Ist der ausgerüstet, dieser Lufthelm da? Okay, wir haben diesen Helm, das sieht ja geil aus. So. Hm. Bist du bereit? Falls du mich suchst, ich denke. Okay. Hm? Ah, jetzt wird der Helm aufgezogen, da kam gerade das Visier hier. Aber ich weiß immer noch nicht, ach da unten, das ist die Luftanzeige, das Methoden hat. Jetzt verstehe ich das erstmal. Hm. Ich glaube ja, diese kleinen Dinger, die geben hier immer wieder Luft, ja, diese Teile hier auf dem Boden da. Das da. Hm? Tatsache. Ja. Ist gar nicht verkehrt. Was ist denn, Ben? Ey, du überholst mich hier in der Luft. Wenn ich jetzt ja durchgelaufen bin, kannst du da auch nochmal einen sammeln dann? Die Luft? Mhm. Ja, ja. Okay. Als wenn da so Gas rausströmen würde. Also kann ich ruhig jedes davon dann immer einsammeln. Ja, ja. Ich glaube hier hoch, das sieht gut aus. Hm? Ja, das sind so Rettungsstationen da jetzt mal.
Oh, hier ist dieses Schiff da. Das ist wahrscheinlich unser Ziel. Sieht ja aus, als ob wir da wieder voll rein fallen können. Was liegt hier? Wow, wow, wow! Ich glaube, ich bin in die Lava gefallen. Nein, ich bin runtergefallen. Aber wohin? Nach unten. Du siehst da oben. Ich habe hier einen Weg. Ich kann, ich glaube, wieder hier hochlaufen. Oh. Hoffe ich zumindest. So, schauen wir mal, warte mal. Aber ich komme ja nicht wieder hoch. Komme ich denn hier hoch? Vielleicht komme ich hier an der Seite hoch. Ich will nach oben. Hilfe, ich will nach oben. Ey, ich weiß nicht, wie ich hier wieder rauskommen soll aus diesem blöden Loch da. Ehrlich jetzt? Ja, hier ist ein Loch. Und hier ist ein Loch, hm? Da unten bist du. So, wie komme ich hier wieder hoch? Also ich glaube, es ist schon vorgesehen, dass man hier wieder hochkommt, weil hier ist ja auch extra so ein Zertrümmern. Ah, okay, hier ist also so ein Ding. Ah, ich bin wieder am Start hier. Ich bin wieder okay, aber hier ist unser Ziel noch, ne? Ist es noch? Ja, hier auf der Karte wird auch noch was angezeigt hier. Aber neben wo die Geschichte, denn da? Das Geschichtsecho. Wo ist hier, das? Der Teil, oder? Das Bett, hier ist da irgendwas? Also ich würde sagen, das ist noch weiter unten. Okay, also jetzt hier oben hängt das, guck mal hier. Ach, da oben blinkt das, ne? Oder ist das da oben drauf? Und jetzt hier? Ja, nu? Ist das da? Wo bist denn du gerade? Hier oben. Ah, fast. Ach, da oben. Ja, da hängt was dran, ne? Oh. Außer Kontrolle hier. Wir haben nur 76% Luft. Okay, okay, wir sind jetzt hier hin. Okay, also. Wo war das jetzt hier oben, ne? Da hängt er dran, ne? Das ist total schwer dran zu kommen. Da musst du in der Luft, musst du da dran. Wo hängt denn das bitte da dran? Alter? Nein! Fast! Kann ich das abschießen? Ne, mit E musst du drücken dann. Da kommst du vorbei und der hat aber gerade nicht genommen. Ist hier. Das E? War das E? Naja! Oh, das sah gerade ganz knapp aus. War es auch. Oh, ich glaube, ich bin tot. Oh. Ehrlich? Ja, ich bin tot. Ach du Scheiße, wo bin ich denn jetzt hier wieder respawned? Minus $25, hm? Ah, was gibt's denn hier noch Feines, hm? Darf ich noch nicht aufmachen, hm? Ist gar nicht so leicht. Nee, wie soll man da dieses Ding da empfallen? Ob das korrekt ist? Aber wir schon gerade eh. Kann das vielleicht seitlich anspringen? Ich muss jetzt immer hier wieder 10 Kilometer bis zu dir da latschen, bis ich da wieder mal da bin. Okay, ich steh jetzt wieder hier oben. Meinst du, ich soll jetzt wirklich hier wieder so runterspringen, ne? Ich hab's. Yay, sehr gut. Und direkt daneben gesprungen dabei. Okay, du respawnst da hinten da in dieser Hütte da, wo wir auch am Anfang waren. Das sieht irgendwie cool aus hier. Mit der Sonne und dem Mond, das Setting ist geil. Wo bin ich jetzt? Ja, hier, ich empfange mich hier schon. Gott. Ich glaube, in meinem alten Lager ist noch so ein Buch. Wurde damals von Kragons überrannt, die meine... Was für Fragel da? Okay, dann gehen wir erstmal. Ach, guck mal, wir sollen noch so ein Ding da einsammeln. Mission noch gar nicht geschafft. Katsching! Das wird jetzt hier schon Abschluss. Wahrscheinlich hier in diesem CO2-Ding, ne? Ja, die Hälfte, die sieht besser aus. Okay, wir sind drin. Wir sind drin. Ja. Okay. Spalt sprang Craig in Flamey. Und eine Kiste. Die arme Jamie. Sie schoss ihr mitten ins Gesicht. Den Schädelknochen fand man nicht. Mein Gott. Dass du so gerne tötest. Wir könnten die besten Freunde sein. Als tötest, die dichtet. Gutes Feedback. Oh, da fällt mir ein, Flameys Sohn schuldet mir ein Leben und seines hat er ja. Ich glaube, wir müssen hier hinten hochgehen. Ihn auf und nimm es ihm. Verstanden? Okay, wir sollen noch jemanden killen. Machen wir.
Ah, da hinten. Mal schauen. Da kommt näher. Oh, näher, näher, näher. Da, da kommt er. Hm? Das ist riesig geworden. Geht ihn um. Bam, 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 bam. Pass auf, hinter dir kommt einer. Hm? Hat er den Schwanz. Boah, der ist schon Level 4. Hm? Boah, das ist geil, das ist hier. Das ist Level 3. Das war kurz, aber echt effektiv. Wenn mal 4 und so ein Quatsch, Alter. Ja, das ist praktisch hier, dieser Multiplikator. Hey, neues Level, 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 Level. Ma, das Kleinzeug soll mich hier in Ruhe lassen. Flamies, ding, 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 aber das war erst Flamies Sohn. Hm? Okay, der ist schon tot. Da ist eine neue Waffe. Baby Kragans Abenteuer. Baby Kragan klettert Luft. Eines Tages mit seiner Mama aus dem Spalt. Da sahen sie seltsame zweimalige Wesen so. Und dachten sich, endlich was zu fressen. Also fielen Baby Kragan und seine Mama über das Lager her. Ja. Flamey richtete einen Zweibeiner übel zu und Baby Kragan tötete einen weiteren. Dann rannte Baby Kragan. Ist das jetzt Abschluss? Hm? Dummes Stück Scheiße. Das hier muss beschädigt sein oder so, keine Ahnung. Bringen Sie zurück, während ich noch eine Story schreibe, der so ein dieses direkt erstmal aufgenödelt. Hört sich gut an. So. Warte, ich mach einmal hier mein Level. Ich hab Levelpunkte bekommen. Mach das. Für Level 4, was nehme ich denn erstmal hier? Maximale Nahkampfschaden Gesundheit, ja, das nehme ich mal als erstes hier. Hm, hab ich auch. Und Badass Token habe ich keine. Hm? Okay, hm? Dann gehen wir wieder zurück. Machen wir den Abschluss. Woo. So, jetzt kommt mein Schritt Nummer 3 hier. Mal gucken, in wie viele Schritten wir hier hinkommen. Guck mal, hier ist schon der Abschluss. Boom. Wo ist die denn? Hm? Hallo? Juhu. Ist sie vielleicht da unten? Ja, hier unten ist sie. Ah, da. Hm? Haben wir eigentlich schon Granaten? Nee. Belohnung, was hat sie denn hier? Das Gewehr ist ein Sniper 40. Aber ich so. Haben wir das nicht eh bekommen, jetzt hier die Waffe da? Also ich nehme, ich rüste das direkt mal aus hier. So, das hier hat nämlich 40 und das hier an der Seite. Vielleicht das, 40. Und das hat 40. 93 Genauigkeit, 21, kommt mal noch was Feuerrate. Oh, es hat ja eine viel schlechtere Feuerrate. Nee, das rüste ich nicht aus. Ich bleib so, wie ich bin. Feuerrate 1,4? Nie im Leben. Hat zwar Wumms hier, aber da so eine schlechte Feuerrate ist ja. Also, mein Snipergewehr ist besser. Nee, das wollen wir nicht. Wie kann man hier? Ja, die habe ich vorhin schon, als ich gestorben bin, versucht aufzumachen. Das ist eigentlich immer ein Missionsding. Aber die können wir anscheinend auch nicht öffnen. Wahrscheinlich später. Vielleicht später. Wir haben ja hier noch eine optimale Mission hier gehabt. Wenn ich das jetzt hier richtig gesehen habe, die können wir ja vielleicht auch mal mitnehmen hier. Land zwischen den Sternen können wir ja spielen. Das hört sich doch hier richtig romantisch an. Motivationsposter zu entwerfen. Okay. Was? Hörst du schon? Nochmal. Du musst mir helfen, Motivationsposter zu entwerfen. Ja. Ich kann dir auch eine Zeichnung machen, wenn es sein muss. So, die Dinger sind der absolute Renner und die Katzenposter sind schon ausverkauft. Ja. Das ist eine meiner Sprungpads. Katzenposter, hm? Ich war letztens auch bei Big Bang gewesen, da hatte Sheldon irgendwie eine traurige Katze oder so etwas da. Hm? Boah, ich glaube, wir hätten einfach da drin bleiben können. Der Weg wäre viel größer gewesen. Ja. Ist das ein Teleporter, den wir benutzen müssen? Ja, gehe zum Sprungpad. Ja. Wir hätten einfach da drin bleiben können. Wir sind vollkommen falsch gelaufen hier. Ist das wohl? Wo ist denn das hier? Weiß nicht. Bist du sicher? Wer ist drin ist? Nee, das muss doch draußen sein. Ach, scheiße. Planlos. Steht hier. Ich finde das auch cool, so wie die jetzt laufen hier in dieser schweren Losigkeit. So dutsch, 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 dutsch. So, jetzt bin ich hier wieder draußen. Aber jetzt wird mir das hier draußen wieder nicht angezeigt. Hm? Ah, hier kommst du aber hoch. Ah, okay, wir sind da hochgesprungen. Hm? Das also sind so zwei Plattformen. Ah, da, okay. Usch, okay, also erst bin ich drauf. Ich habe ein paar Kameras am höchsten Punkt deines Sprungs installiert. Du musst dich nur in die Luft katapultieren und irgendwas Motivierendes sagen. Nochmal zum Mitschreiben. Sag sehr Motivierendes. Oh oh. Alles klar. Komm
Cool. Dieses Mal werfe ich auch ein paar Ziele hoch. Knall sie ab, bevor du landest. Dann wird das Poster noch besser. Und sag dabei wieder was Motivierendes. Ich fand das ja mit diesen viel besser. Ja. Ey, ich hab getroffen. Bist du hochgeknallt? Ja, ich nicht. Das Druckpad, in dem du dich duckst. Dann sag was Cooles und mach dabei dein badassigstes Gesicht. Badassigstes Gesicht. Ja, dann spring mal hoch und mach den Stampattacke da. Achso, hier. Scheiß C, da muss ich auch noch umändern. Das ist Kacke hiermit. Das ist scheiße, ne? Ja. Auf Steuerung. Oh, ich bin daneben gesprungen. Wow, wie hoch springt denn dieses Ding da? Boah, ich muss unbedingt diese Scheiße da ändern hier. Auf C ist total kacke, sich zu ducken. Ja, das muss auf Steuerung sein. Hab ich das Ding jetzt kaputt gemacht hier? Sehr gut, das war cool. Stell jetzt den Drucker an und schau zu, wie er unsere Plakate ausspuckt. Ich möchte das Geld, Money. Gleich auch mal da wechseln, das ist Dings war echt blöd. Schalte den Drucker ein. Wo ist denn der Drucker? Ist der Drucker jetzt wieder drin? Ich glaube, der Drucker ist wieder drin. Oh, mein Sauerstoff ist gleich tot hier. Oh, dann schnell mal wieder rein. Ja, ich hab schon hier. Okay. Okay, ich bin drin. Das muss ich mal gucken, wo der Drucker ist. Ich glaube, das ist hier. Also ein richtiges Oldschool-Ding hier. Ja, sehr. Könnt ihr von der Arbeit sein. Whatever. Abschließen. Okay, wir haben den Abschluss. Mein Gott, der ist doch schnell. In den Kameras yeah. War Film. War nur ein Witz. Okay, wir können hier auswählen. Ein neuer Luftding, Luftboost. Für mich erledigen. Oh, mir ist maximale Schmetterschaden. Deadlift, der Kerl, den du killen solltest, hat gerade einen Stapel Motivationsposter bestellt. Kann mir gar nicht auswählen, was hat denn jetzt? Motivationsprobleme. Ich hab den Unterhang genommen. Bei mir hat die gar nichts gesagt hier. Ich glaube, du kannst es jetzt nochmal. Jetzt macht's das. Ist das jetzt hier schon mein Helm, den ich da hab hier? Der hier hat. Der Helm hat 100 und der andere Helm hat 155. Der ist doch viel besser. So, okay. Schaden in der Luft, maximal Schmerzerschaden. Ich denke mal, jetzt gleich wieder unser ganzes Ding da wieder voll sein. Was gibt's denn hier? Kann ich hier auch schon was einsammeln hier? Ich habe da Karte aufgenommen. So, nimm das Brett. Du musst den Lieferschein unterschreiben lassen, bevor du die Poster aufhängst. Habe ich nachher genommen, den oberen oder unteren? Ich habe den unteren genommen, glaube ich. Ah, ja, ist glaube ich besser. Ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben, hier einmal die Plakate aufzuhängen, hier in dieser Folge. Wir haben... ja, ich glaube, das machen wir ein anderes Mal. Das reicht, glaube ich. Hast du deine Punkte da schon erledigt? Dann würde ich sagen, machen wir nochmal Pause, ne? Ja, das war Folge Nummer 2 hier von Borderlands Pre-Sequel. Vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Ciao.